Hallo, schönen guten Morgen. Wir sind heute wieder hier im Autohaus Holzberg, haben ein neues Produktvideo für euch und wir wollen euch mal unseren neuen Golf als Facelift vorstellen. Wesentliche Merkmale des neuen Golf sind die Kleinigkeiten, auf die wir achten müssen, zum Beispiel die neuen Scheinwerfer, die sich jetzt grundlegend verändert haben. Wir haben mittlerweile kein Xenon mehr dabei, sondern wir sind jetzt bei LED-Vollscheinwerfern in den höheren Ausstattungsserien, wo es die dann auch serienmäßig gibt. Was uns noch deutlich auffällt, ist die neue Frontschürze und die neue Heckschürze. Markantestes Merkmal an der neuen Frontschürze, die sich von der alten noch unterscheidet, ist, dass wir die Chromzielleiste mittlerweile nicht mehr unterhalb der Nebelscheinwerfer haben, sondern jetzt über den Nebelscheinwerfern finden. Hat sich natürlich nicht nur was an der Frontheckschürze sowie an den Scheinwerfern geändert, sondern wir haben auch neue Farben ins Sortiment bekommen. Einige sind raus, einige sind neu rein, die ihr beispielsweise schon beim Tiguan findet. Zudem haben wir natürlich auch ganz neue Felgen mit drauf, eine richtig schicke neue 18-Zoll-Felge, aber auch andere neue 17-Zoll-Felgen, die optisch wirklich was hermachen und die solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Zum Thema Motorisierung hat sich auch einiges getan. Wir haben wie gewohnt den 86 PSer und den 110 PSer Benziner mit dabei. Das sind mittlerweile aber keine 1,2 Liter Motoren mehr, sondern jetzt nur noch Dreizylinder-Motoren mit 1 Liter Hubraum. Zudem haben wir auch bei den Dieselmotoren eine Veränderung. Wir haben weiterhin den 1,6er, jetzt aber nicht mehr mit 110 PS dabei, sondern mit 115 und wie gewohnt den 2-Liter-Motor mit 150 PS. Wir haben auch neue Heckscheinwerfer, jetzt bei allen Golf schon serienmäßig als LED-Scheinwerfer hinten vorhanden, also nicht mehr mit Halogenlampe, die wir wechseln müssen. Und das solltet ihr euch mal angucken, weil besonderes Highlight an der Sache sind natürlich dynamischen Heckleuchten, die wir jetzt mit dabei haben in den oberen Bereichen, die dann auch einfach mal sich mitbewegen, wie ihr das auch schon zum Beispiel schon von Audi kennt. So, wir haben uns jetzt angeguckt, was draußen alles passiert ist. Jetzt wollen wir mal schauen, was sich drinnen alles verändert hat. Und das sind natürlich auch ein paar Kleinigkeiten, die mit Sicherheit für euch interessant sind. Wesentliche Neuerungen im Golf. Wir haben jetzt mittlerweile das Active Info Display hier mit reingekriegt. Ich denke mal, darauf haben sich schon einige gefreut. Ist ein wirklich geniales optisches Highlight. Ihr könnt euch euer Display wieder vollkommen individuell anpassen. Das heißt, ihr könnt das Navigationsmaterial drin sehen, was natürlich auch einen zusätzlichen Sicherheitsfaktor bietet. Sprich, ihr habt es eigentlich im unmittelbaren Sichtfeld. Das ganze Navigationsmaterial müsst nicht mehr in die Mitte reingucken. Ihr könnt euch zudem auch natürlich die ganzen Assistenzsysteme angucken, nochmal, wo ihr euren ACC seht von der Abstandsauswahl her, so wie ihr das bislang gewohnt seid. Ihr seht euren Active Lane Assist. Und was sich natürlich gleich im Wesentlichen noch mit erneuert hat, ist, dass aus dem Passat beispielsweise der Stauassistent hier mit reingekommen sind und auch der Emergency Assist. Somit, wenn ihr also mal im Stau unterwegs seid, ca. bis 65 km/h kann das Auto völlig autonom fahren anhand von eben ACC und nochmal Spurhalteassistent. Somit seid ihr da wirklich gut aufgestellt. Ja, was haben wir noch neu? Wir haben ein neues Radio mit drin, beziehungsweise das alte Radio in neuer Optik. Für meinen Geschmack jetzt wirklich so, dass es sich wesentlich besser ins Gesamtbild des Golfs einfügt. Früher hatten wir beim Golf Highline, wie jetzt auch, natürlich diese ganzen Lackapplikationen mit drin. Und da sieht man jetzt, der Golf ist ein bisschen erwachsener geworden. Ein bisschen reifer meiner Ansicht nach und ja, das Gesamtbild stimmt hier jetzt einfach, das ist rund. Wie gewohnt findet ihr eure normalen Funktionen an der linken und rechten Seite für Radio, Media, Telefon, auch für die Sprachbedienung, Navigation. Und jetzt haben wir natürlich noch einen Knopf mit dazu gekriegt, der ist für unsere Apps. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise auf App Connect zugreifen wollen, müssen wir nicht mehr ins Menü rein. Dort endlich App Connect auswählen oder beziehungsweise aufs Apple CarPlay oder Mirrorlink gehen. Das können wir jetzt alles per einzelnen Knopfdruck und dementsprechend schon auf unsere ganzen Apps zugreifen. Ist ein bisschen schöner, ist leichter von der Bedienung her. Somit habt ihr da auch auf jeden Fall die Möglichkeit, schneller drauf zuzugreifen und seid ein bisschen besser verlinkt. Ja, sonst Erscheinungsbild insgesamt geblieben, wie man den Golf kennt. Alles recht übersichtlich. Ich sehe den Fahrzeugstatus. Ich sehe die Reifendruckkontrollanzeige und habe natürlich sonst auch die Auswahl für die Komfortverbraucher, Think Blue Trainer, den Fahrzeugstatus, das, was wir alles schon kennen soweit. Neuer Golf, schöne runde Sache, gutes Erscheinungsbild, wie gewohnt hohe qualitative Verarbeitung. Wenn ihr euch so ein Auto mal angucken wollt, dann könnt ihr das natürlich hier bei uns machen im Autohaus Holzberg. Also wenn ihr Fragen habt, sprecht uns ruhig an, ruft uns an, schickt uns E-Mails. Wir sind da immer gerne für alles offen und helfen, wo wir können.